Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play das Schwarze Auge Book of Heroes mit mir, dem Captain. Und das letzte Mal habe ich ein Trollfahrt zum Untergang gespielt. Und jetzt geht es weiter mit zwei Quests fehlen noch. Die verlorene Stadt der Ankroshim. Denn da gibt es auch wieder eine neue Gefolgsperson. Und dann habe ich, glaube ich, damit dann die dritte. Eins, zwei. Damit habe ich dann die dritte neue Gefolgsperson. Wir werden gleich mal sehen, was die andere kann. Die verlorene Stadt der Ankroshim. Zwergische Forscher haben vor kurzem Hinweise auf eine bislang unbekannte Ansiedlung in den Bailunker Bergen gefunden. Es heißt, sie wäre nach ihrer Aufgabe geflutet worden und somit von Plünderern und Monstern verschont geblieben, weshalb sich dort wahrscheinlich noch unberührte Relikte aus der Vergangenheit finden lassen. Um Zugang zu den Ruinen zu erhalten, werden Abenteurer gesucht, die oben genannten Hallen erkunden und den Mechanismus reparieren, der die Ansiedlung aus ihrem nassen Grab befreien wird. Okay. Uah, ins Wasser wollen wir natürlich nicht steigen. So, jetzt haben wir neue Leute. Also, wen haben wir denn jetzt hier unten noch? Das war der Ritter. Oh, ein Graumagier. Vielleicht ist das ja nicht so schlecht. Dann nehmen wir mal den mit. Nein. Idioten. Ich will nicht alle anheuern. Also. Dann nehmen wir jetzt diesen Ritter mit. Den Schwertgesellen. Und der ist auch neugierig. Oh nein, ey. Sind die denn alle neugierig hier? Ja, dann kann ich auch die Rondra-Geweihte mitnehmen. Sorry. Also, dann nehmen wir lieber eine Truppe kampferprobter Leute mit. Ja, alles klar. Selbst von außen ist unverkennbar, dass diese Hallen von den führenden Handwerkern ihrer Zeit erbaut wurden. Aus den Kammern vor dir dringt leises Scheppern an deine Ohren. Okay, gut. Mal gucken, was dann der dritte hier ist. Vielleicht kann ich ja dann endlich mal diese olle Rondra-Geweihte loslassen. Oh, hier drüben geht's auch schon rein. Dann gucken wir doch mal, was uns hier erwartet. Ach nee, wartet, nein. Ich will mal checken. Hier hinten, da. Jawohl. Schränke aufmachen, finde ich toll. Gibt's Zettel? Gut. Gibt es Zettel? Gibt es hier Zettel? Ne, hier gibt es nirgendwo was. Wenn ich jetzt hier lang gehe, komme ich in den Raum, wo ich am Anfang hätte auch reingehen können. Okay, gut. Irgendwas Sonstiges? Ne, ne? Du willst schon wieder die Tür aufschlagen, okay. Weil hier Spinnen drin sind. Gut, dann. Kommt, tötet die Spinnen. Sehr gut. Gut, zwei sind vergiftet. Du bist vergiftet. Hallo? Dann machen wir es so. Ah, hat er nicht geschafft, deswegen. Mach doch nicht mal alles auf, Junge. Ist schon wieder am Spinnenkillen hier, ne? Ein Schrei und alle Spinnen hocken auf mir. Sehr gut. So, jetzt bleibt mal bitte stehen. Jawohl, entgiftet. Okay, hier ist gar nichts drin.
Und da geht's wieder zu dem Raum zurück. Okay, ja, dann hier hoch. Hier oben ist eine Steintür. Durch die wollen wir durch. Okay. Jetzt kommen wir in den ganz anderen Bereich. Okay. Nee, dann gehen wir erst nochmal unten. Hier ganz unten gab es auch noch eine Steintür. Die wollen wir auch noch machen. Dann geht es da auch noch lang. Oh. Du spürst in diesem Raum eine mächtige Präsenz. Eine Falle oder was? Jetzt hast du uns aber... Was hast du jetzt gemacht hier? Vergiftet. Schmerzen. Ja, was ist denn das für ein... Angrosch, legendäre Zwergenikone. Klasse, komm. Ausruhen. Ach, du bist vergiftet, du ruhst nicht richtig aus, okay? Dann Gift aufheben und nochmal ausruhen. Ja, so, jetzt ist er auch ausgeruht. Alles klar. Gut, den Raum hätten wir uns sparen können. Aber konnte man ja nicht wissen. Und dann gehen wir jetzt nochmal hier durch, weil hier geht es auch nochmal nach unten. Bevor wir hier oben um die Ecke gehen. Du spürst in diesem Raum eine mächtige Präsenz. Mal was finden. Ein Buch. Okay. Und was haben wir hier? Es scheint mir hier ein großes Rad zu sein. Was ist denn das hier? Okay. Irgendeine Art von Mechanismus. So. Wo muss man denn das jetzt? Türkises Rad, grünes Rad. Ist sonst irgendwas hier in dem Raum? Schmiede, Werkzeugregal, Schmiedewerkzeug, ein grünes Rad. Irgendwo müssen die doch draufgelegt werden, nehme ich an. Oder hingelegt werden, oder? Müssen die vielleicht hier rübergepackt werden? Ich kann es irgendwie jedenfalls hier rüber hinlegen, ne? Man kann sie sogar zusammenlegen, ne? Man
gerade gucken. Gab es hier irgendwo was, wo man die vielleicht hinlegen konnte oder musste? Hier irgendwas? Hier? Vielleicht muss man die bis ganz drüben dann mitnehmen. Hier irgendwas hinlegen? Nee. Da ist die Eingangstür. Okay, und wenn wir sie jetzt hier irgendwo hier dran legen. Jetzt stecken die da unten drunter. Okay, sollte ich mal irgendwelche... ein Teil irgendeines Mechanismus... hier Schmiedewerkzeug ist... muss ich das vielleicht da drauflegen? Hm, nee. Okay, also ich glaube, ich muss dann doch noch mal ein bisschen erkunden hier. Leider sonst nichts. Also hier liegen aber drei Dinger drin. Gut. Na, dann gehen wir doch mal da oben erstmal rum. Vielleicht gibt es da ja was, wo man dann die irgendwo dran stecken muss oder anbringen kann. Oder hatte die Statue hier irgendwas? Nee, das ist eine Statue mit sowas. Okay, nee, dann komm mal hier hoch, bis hier hinten in die Ecke. Mal gucken, was der nächste Raum bringt. Huch, da waren ja Spinnen drin. Wo kamen ihr denn plötzlich her? Mehr? Ich sehe hier nur zwei. Ist noch einer irgendwo übergeblieben? Denn der andere jetzt? Ah ja, da kommt er. Du hast dich verlaufen, hä? Sonst irgendwo bist du lang gelaufen. Gut, was haben wir hier? Ach, ein Lagerraum. Okay, gut. Und du hast ja ein Gift hier zugezogen. Gut, gleich mal wegmachen. Okay, dann gucken wir mal hier oben. Holztür. Ein Schreibsekretär. Natürlich ein Pinsel. Warum sollte hier auch mal was anderes drin sein? Ah ja, hier liegen auch noch Zahnräder. Ein orangenes, ein blaues und ein gelbes. Mhm. Da liegen also ein orangenes, ein blaues und ein gelbes Zahnrad.
Gut, und was ist jetzt hier mit Spinnen? Ach, du hast die Tür wieder zugemacht. Und zack. Rein nochmal. So, damit schön viel Schaden auf dich vereint wird. Gewaltiger Fehler, sagt die Spinne. Jawohl, weil Spinnen so gut reden können, Leute. Mann, Mann, Mann. Es ist echt 0815 Hack and Slay, würde ich sagen, hier. So, jetzt werden wir uns erstmal selber das Gift nehmen. Und haben es natürlich nicht geschafft, schade. Aber da wir so gut wie gar nichts verloren haben, ist es auch nicht weiter schlimm. Ja, du machst auf. Und stellst fest, dass hier noch eine Steintür ist. Schmiedewerkzeug. Ein Werkzeugregal. Und was finden wir? Der Funke der Allergrim. Alles klar, nochmal. Eine Feuerstelle. Und eine Truhe. Ach, das ist nett. Das nehmen wir mit. Und ja. Du kannst auch einfach aufmachen. Den hättest du nicht zerschlagen müssen. Gut, hier sind Ratten. Und her. Okay, eine Ratte weg. Noch eine Ratte weg. Ja, was denn? Seid ihr jetzt zu weit hier? Ach, ihr seid so doof. Oh, ist das der Ausgang? Nee. Das jetzt. Ah, hier sind Steinplatten. Gut. Okay, dann machen wir mal so. Ah, da kann man gleich was nehmen. Ha, gerade so. Noch weniger konnte man sie nicht auf die Platte stellen, ne? Alles klar. So, dann Gift wegnehmen. Klappt's. Und da ihr ja nicht zu mir kommen wollt, dann müsst ihr halt über Ausruhen zu mir kommen. Ja, jetzt seid ihr auch bei mir, ne? Und wir merken, es gibt gleich ein paar Wolfsratten wieder. Gott. Ach, da gibt es noch einen Weg hier runter. Ah, okay, das ist wahrscheinlich der Ausgang, oder? Nee, ist es nicht. Wo geht's denn jetzt hier plötzlich lang? Du kannst auch mal das Gift. Bleibt mal da stehen. Ja, Gift weg. Oh, die Küche. Jetzt wird gefuttert. Korn, Speck und Käse. Durstige Abenteurer trinken das gerne. Was ist hier drin? Ui, was haben wir hier? Entermesser? Oh, das ist aber ein schönes Entermesser. Schwerter. Naja, gut, okay. K
Kettenrüstung der Sonnenlegion. Oh. Rondrakam. 2W6 plus 3. Eisbärenhaut. Ja, die hab ich. Falstahl Drachenzahn. Dolche. Sonnenschild. Ey. Hab ich natürlich alles mit hier. Komm. Das war ein guter Fund. Gut, dass ich hier nochmal lang gegangen bin. Okay. Ah, hier sind auch noch Fässer. Was kann ich denn? Die kann ich sogar... Ah, die kann ich sogar auch noch... Oh, da hinten ist ein Küchenregal. Hier sind auch noch Fässer. Damit kann ich sogar irgendwas in Brand stecken, ne? Wenn ich will. So, das Gift auch nochmal geheilt. Oh, Moment. Was ist das jetzt? Ist da irgendeine Farbe dran? Jede Menge Zwerge, okay. Der leuchtet. Also der dritte auf rechts leuchtet. Ah, okay, gut. Also der dritte. Wahrscheinlich. Ja, okay. Ach, das ist ein... Okay, Kombinationsspiel. Der erste, also der dritte rechts. Mir das aufschreiben, glaube ich. Kamera. Okay, also der dritte. Geht der irgendwann wieder aus? Nee, ne? Also erst rechts 3. Gut. Dann nehmen wir mal den da drüben. Der will nicht, da muss einer vorne sein. Der, dann nehmen wir mal den roten jetzt hier. Okay, rechts 2. Ach, vielleicht sind es auch die, die man gesehen hat, ne? Der. Dann der. Hier können wir mal das Gift wegnehmen und dann nehmen wir mal den mit Schild. Nein, das geht auch nicht. Eins. Zwei. Jetzt nehmen wir mal den Bogenschützen. Nee, also... Okay, dann mal den da. Dann haben wir hier den mit Axt. Ah ja, rechts 4. Und dann nehmen wir noch den Zwerg oben. Rechts 5. Nee, das geht nicht.
Und haben wir zum immerhin schon mal drei rausgekriegt. Drei, ein, dann den. Und dann den da. Gut, dann nehmen wir mal den da hinten in der Ecke jetzt. Nee, der will auch nicht. Ist halt blöd, es wird immer komplizierter jetzt. Den. Gut, dann jetzt den mit Messer. Nein, will er auch nicht. Okay, aber da es jetzt immer nur hier ist, vielleicht ist es ja jetzt der ganz vorne, der hier. Nein, ist es auch nicht. Dann muss es nur, jetzt kann es halt nur noch einer von den beiden sein. Der erste wird sein. Der Zwerg mit Bogen ist komisch. Ah, okay, hab mich geirrt. Es ist natürlich der letzte, ne? Also doch der mit Bogen. Ja, okay. Jetzt ist die Tür offen. Alles klar, vielen Dank. Ach Gott, was man hier jetzt für Rätsel plötzlich hat, ne? Ja. Geht's hier noch irgendwo weiter? Ja, hier hinten ist noch eine weitere Tür. Und jetzt noch durch den halben Dungeon noch diese dummen Zahnräder noch durch die Gegend schleppen muss, dann, sorry, das wäre dann zu viel des Guten. Hier ist eine Holztür. Die führt nach hier unten. Was haben wir hier oben? Da ist der Ausgang. Ach, okay, gut. Dann habe ich mir doch schon fast gedacht. Dann müssen wir doch hier. Hier sind die ganzen Skelette. Ah, hier sind auch noch Zahnräder. Alles klar. So, was haben wir jetzt hier? Ein rotes. Ein weißes, ein lilanes und ein Hebel. Ja, und gibt es hier irgendeine Lücke, Mechanismus? Gibt es irgendeine Regel? Bringen wir sie einfach irgendwo rein oder was? Ah, in diesem Mechanismus kannst du rote Farbe sehen, orangene Farbe und lila Kratzer. Alles klar, gut. Dann gehört das da rein. Okay. Da haben wir die rote und da muss ich noch das orangene holen irgendwo. Oh nee, echt jetzt? Das ist ein weißes. Ja, und deswegen hast du. Das da rein tun, ne?
Hä? Irgendein Teil des Mechanismus. In diesem kannst du rote Farbe sehen. Und das hier ist ein rotes Zahnrad, ne? Ach, ich muss rechtsklick machen. Jetzt geht's. Nee. Ach, das hat er da auch nur darunter gelegt. Okay. Wenn ich jetzt den Hebel benutze. Passiert halt nichts. Dann muss ich jetzt wohl doch noch das Orangene holen. Ah, super. Wo war das denn jetzt? Klasse. Hätte ich mir mal aufschreiben sollen, wo es war. Also ich glaube... Nee, da geht es gar nicht weiter, weil hier waren ja keine. Moment, ich kann auch, glaube ich, mal gerade checken. Ah, muss ich wieder zurück. Hier, wo waren das jetzt? Hier oben? Nee, hier noch nicht. Ah ja, hier ganz oben. Oh, ne? So, stimmt. Hier ganz oben waren sie. Oh. Kraftakt? Wieso Kraftakt? Wo seid ihr? Ach, hier war ich auch noch nicht durchgegangen. Stimmt. Seid ihr immer noch irgendwo am... Ach, ihr seid so dumm. Na gut. Ach, deswegen. Hier ist noch die mysteriöse Fremde. Hi, Fremde. Nein, danke. Wiedersehen. So, haben wir sie auch gefunden. Dann dürft ihr weiter Kraftakt würfeln und... Du gehst in diesen Raum und guckst mal, wo hier die... Wo hier das orangene Zahnrad ist, ne? Blau, orange, hier. Na, wer sagt's denn? So, und jetzt kannst du auch den ganzen Weg bis hier, bis zu den Kumpels gehen, ne? Ja, ihr braucht die Tür gar nicht bearbeiten. Also, die Tür ist kaputt. Das habt ihr euch selber zuzuschreiben. Eigentlich ja ein ganz netter Dungeon, aber wenn ich jetzt durch den halben Dungeon ein dummes Zahnrad trinken muss, um das Ganze am Ende zu reparieren, ne? Bis hier hinten hingehen.
Das schaffst du locker. So. Und jetzt können die restlichen mitgehen, ne? Genau. Aber gut, ist mal eine andere Art von Quest, ne? Das wird man sicherlich nicht so häufig machen. Vielleicht zweimal, damit man das Folgequest kriegen kann, ne? Jetzt muss ich nur noch sehen, dass ich diesen Mechanismus wirklich in Gang bekomme, ne? Hier unten sind ja auch noch... Genau, und dann öffnet sich das hier wahrscheinlich und dann... Dann ist die Kammer offen oder so, ne? So, wo bleibt er denn jetzt? Da ist er. Oh. Schnarchnase, hä? Na komm. So, kannst gleich hier durchgehen. Und kannst da drin ablegen. So. So, jetzt haben wir überall eins abgelegt. Ah, wunderbar, das hat gereicht. Sehr gut. Und wo geht jetzt eigentlich was auf? Gar nirgendwo, ne? Oder? Eine Belohnung oder irgendwas? Dass ich hier irgendwo unten rein darf? Nee. Aber gut. Gut, dann musste man eines von den drei Zahnrädern holen. Dann gehen wir halt jetzt raus. Ja, finde ich gut. Geschafft. Gibt jetzt ordentlich, hoffentlich Erfahrungspunkte. Und die Errungenschaft freigeschaltet. Die verlorene Stadt der Angroschien. 40, 12, 6, 2, 6, Druckplatten, 4, Mysterienhändler, Silber, Gefolgsperson freigeschaltet, Ulmer Trallo. Jawohl. So, Alchemie, Zweihandhiebwaffen, Dolche. Ich würde sagen, ich nehme die Zweihandhiebwaffen. Ritter des Erzes habe ich so selten. Auswählen. Gut, jetzt gucken wir mal gerade. Ich habe hier jetzt auch ordentlich was gefunden, glaube ich. Das kann weg. Das kann weg. Herbarium Kuslikum. Was ist das? Ein umfassendes Werk über Aventurien. Kipp plus 1 Pflanzenkunde. Oh. Man sollte die Dinge auch mal lesen, die da drin stehen. Okay. Dann, wo haben wir es? So, kann ich das benutzen? Gibt plus 1, wenn ich das jetzt bei mir habe, oder, nee, muss ich irgendwie einlesen. Hä? Hä? Ist es... Ist irgendwie dumm oder was? Warum das denn, hä? Steht hier aber auch nicht bei, ne? Also dann ist vielleicht auch nur Text. Vielleicht gibt es nicht wirklich plus 1 auf Pflanzenkunde. Magnetit, der Pinsel, Funke, Bronzefibel, Gold, Silberfibel, Dietriche lassen wir.
Was haben wir hier? Ein Entermesser. Das ist aber schlechter als das andere. So, die Kettenrüstung der Sonnenlegion. Rüstschutz 8. Das lassen wir mal. Das ist schön. Der Rondrakam 2W6 plus 3. Da müssen wir mal gucken. Der hat keinerlei Paradeabzüge. Ob der nicht auch gut ist. Die Eisbärenhaut brauchen wir nicht. Die haben wir schon. Sonnenschild haben wir auch schon. Ich würde sagen, das verkaufen wir mal. Und die anderen Sachen gucken wir mal in unserer Truhe. Also. Was haben wir hier noch? Willenstrunk 4. Willenstrunk 4. Gut. Dann haben wir noch die Kettenrüstung hier. 8 und 3. 7 und 2 und 7 und 3. Das heißt, der hier, den können wir auf jeden Fall wegnehmen. Dann 2W6 plus 4. Minus 2 Verteidigung, okay. 2W6 plus 3, aber dafür 0,0, okay. Ne, verkaufen wir die zwei Sachen hier, komm. Und dann habe ich auch, glaube ich, 2000, um das andere auch nochmal zu verbessern, oder? Genau, den und den. Und damit habe ich 2000, genau. Gehen wir nochmal zum Kartenmann. So, also. 147, die könnte ich sogar einsetzen jetzt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier rauskriegen. Zwei Handwaffen. Die Festung. Okay, Belastungsgewöhnung 2. Jawohl, das finde ich gut. Konstitution, Kraftakt. Jawohl. Schwarze Karten muss ich nehmen. Schwarze Karten, alles klar. Für 97 kaufen. Jawohl. So finde ich es gut. Jetzt brauche ich die anderen beiden noch nicht nehmen wieder. Das finde ich sehr gut. Dann kann ich nämlich nochmal umrüsten. Dann kann ich nämlich jetzt auf die. Die bringt 7. Die bringt 8. Die bringt 7. Ich glaube, ich nehme die Svafnir-Rüstung. So. Habe ich wenigstens auch keine Abzüge, aber nochmal ein bisschen mehr Schutz. 2 Schutz nochmal mehr. Und weiterhin auch keine Abzüge jetzt. Ich würde sagen. Gerade noch mal rein. 64 Lebenspunkte. Nur die Initiative und die Geschwindigkeit hat Abzüge, aber ansonsten 19 weiter, das ist gut. 8, 7, 5, gut. 6, 3, 4. Alchemie 3, Heilsekunde Gift. Oh, sieht doch perfekt aus, sieht doch gut aus. Belastungsgewöhnung 2. Belastungswert der Rüstung ist um 4 gesenkt. Das stimmt zwar auch nicht, ist um 4 Dinger gesenkt. Aber das wollen wir mal in Ordnung behandeln. Gut, das wär's dann. Lange Folge jetzt, war auch ein schwieriges Rätsel und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn es weitergeht, hier mit Book of Heroes. Bis denn!